Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich heute machen? So starten ja häufig meine Folgen mit der Frage. Ihr habt schon im Thumbnail gesehen, ich habe eine Maxed Dev. Das heißt also, ich brauche nur noch ein Teil machen, nämlich den Sweeper hier hinten mit 7,2 Mille und bin im Moment unterwegs mit einem Go Vibe. Mit dem schlage ich mich eigentlich ganz gut, aber ich sehe, dass mir hier gerade Truppen fehlen. Und würde sagen, wir machen einfach mal einen Angriff mit dieser Truppe hier. So, den haben wir mal nachgebaut. Aber vorher zeige ich euch, was dem Avatar im Moment widerfährt. Ja, also das ist auch schon Wort zum Sonntag hier. Sehe ich gerade. Mit dem Avatar muss ich noch 7 Heldenlevel machen. Also 5 für den King und 2 für die Queen. Und klar. Wenn er natürlich auf so einen triffst hier, dann haust du alle Truppen raus. Also würde ich auch so machen. Irgendwas nimmt man hier in jedem Fall mit. Und ist schon traurig, klar. Aber ich kann im Moment nichts dran machen. Der AFA kann halt im Moment nichts mehr bauen außer Helden. Und die neuen Lager gehen jetzt auch auf Max Level durch. Das heißt also auf diesen Sammler, die beiden Sammler sind es ja. Gehen auf Level 12 jetzt schon durch und hammerhart hier. Ich meine, eigentlich gar nicht mal so ein guter Gegner, aber ihr habt es gesehen, ich hatte überhaupt nichts in der Clanburg. Liegt einfach daran, dass ich mich gestern überhaupt nicht um meine anderen Dörfer hier gekümmert habe, weil ich spät zu Hause war und habe dann lange im Garten rumgelungert. War ja noch ein schöner, richtig schöner Abend. Ja, da ist hier natürlich, ich sehe gerade, auch meine Bomben sind gerade nicht hochgegangen. Hier neben den Lagern liegen eigentlich Riesenbomben. Oh, dann war das schon ein zweiter Angriff hier, glaube ich. Und der Gegner hatte überhaupt keine Falle hier. Die waren ja alle ausgelöst und und keine CB. Naja, kann nichts machen, aber wir wollen uns mal um unsere Def hier kümmern, sagen hier mal Find the Match und dann schauen wir mal, dass wir hier einen netten Gegner finden für uns. Da gucken wir mal, dass wir 7,2 Millionen hier einheimsen für unsere allerletzte Def. Also klar, so ein bisschen Kleinscheiß muss ich noch machen, aber ja, eigentlich ist das ja ein ganz netter, ne? Würde ich mal so sagen. Der hat auf jeden Fall etwas an Gold für uns. Ja, und hat auch nichts in der Clanburg. Das ist noch viel besser für uns. Dann nehmen wir den mal mit hier. So, gucken wir mal, ob der hier ein paar Fallen hat. Hat er nicht. Ja, ich weiß, ist jetzt nicht so der starke Gegner, aber vielleicht verbrauche ich dann nicht alle meine Zauber. Was habe ich in der Clanburg? Okay, das ist immer noch meine Def, die ich in der Clanburg habe hier. Das ist auch echt krass. So. Und dann hoffe ich, dass die mit in die Mitte gehen. 4 Päcker. Und dann geht das hier richtig rund hier jetzt. Einmal richtig alles in Rage versetzt hier. Der hat ja auch nur einen King in der Mitte. Da brauche ich mein Gift nicht mal. Aber vielleicht für die kleinen Skellies nehme ich doch mal mein Gift hier. Und wo ist denn eigentlich meine Queen am Rumeiern? Ah doch, die ist schön in der Mitte. Okay, da springt sie jetzt. Dann machen wir hier noch einen Sprung. Dann können die gleich weiter hüppeln da. Ja, wir können ruhig ein bisschen Elex verbrauchen. Das macht nichts. Die Armee ist eh teuer genug und deswegen macht mir das überhaupt nichts aus, wenn wir hier mal ein bisschen Elex ausgeben. Oh, die Queen kriegt da doof Beschuss. Mal gucken, ob die Range reicht hier für die beiden Dev-Gebäude hier. Ja, das reicht in jedem Fall. So. Ah, das sieht ganz gut aus. Haben wir noch irgendwo Dev? Ah, das machen die Päcker ganz locker. Ja. Das sieht gut aus. Das werden, glaube ich, 3 Sterne. Ich weiß noch nicht genau. Queen ballert sich jetzt durch die Mauern durch. Kriegt jetzt leichten Beschuss. Also der ist jetzt nicht ganz so super stark. Und dann sieht das hier ganz gut aus. Ja. Okay, die Bauhütte noch.
Die Luftabwehr erwischt tatsächlich meinen einzigen Lucky. Naja, kann man nichts machen. Eine Minute vier noch, aber ich glaube, das ist ein bisschen eher vorbei hier. Meine beiden Helden sind gerade noch so am Leben. Ich hoffe nicht, dass da jetzt noch einer in irgendeine doofe Bombe tappt. Dann haben die nicht so eine lange Aufwegzeit gleich. Und wir können den zweiten Angriff... Oh doch, da ist er. Ei, scheiße. Ah, da war sie doch noch, die Bombe. Naja, okay. Kann man nichts machen. Und jetzt noch... Ach, okay, die hat meine Queen jetzt nicht mehr geschädigt. Die letzte Bombe da, aber 435.000. Und wir haben auf jeden Fall den 3-Sterne-Bonus, denn der ist hier auch nicht schlecht. Na, er ist zwar jetzt nicht so super hoch, ich bin ja eher nur in Kristall 1, aber es geht schon. Wir haben 6 Mille und, hier habe ich jetzt gar nicht reingeguckt. Oh, die ist ja fast voll. Verdammte Eierachs, dann holen wir erstmal das raus, was geht. Oh, 8,5. Und da ist noch Gold drin, ne? Ja, da ist sogar noch ein bisschen Gold drin. Naja. Okay, dann würde ich sagen, hier geht die letzte Dev hoch. Also so ein bisschen Kleinscheiß muss ich noch machen. Ich meine jetzt die tatsächlichen Dev-Gebäude. Damit stoßen wir den Sweeper an. Ich glaube, das können wir ruhig machen, die letzten 12 Stunden. Denn der andere läuft ja in 12 Stunden aus. Das heißt, ich habe in 12 Stunden mindestens wieder einen Sweeper hier in der Base. Und dann lassen wir den 9 Tage laufen. Machen die jetzt auch ganz leer hier. Und 4,162, ja... Ich hatte ja gesagt, wir wollen hier hinten auch ein bisschen was machen. Machen wir Mäuerken, so sage ich immer. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann machen wir gleich noch einen zweiten Angriff hinterher. Ja, da sind wir wieder zurück. Alle Truppen sind fertig, die Helden sind auch am Start und mir ist aber gerade was aufgefallen. Jetzt gucke ich nochmal, Edit Layout, okay, Remove All. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Man kann das ja hier unten eigentlich ganz gut sehen. 6 Kanonen, 7 von den Bogenschützentürmen, 4, 4, 4, 5, 4 und 2 Stück hier, die beiden Sweeper. Beide sind im Bau. Okay, wir haben nichts vergessen, aber ich glaube, als nächstes machen wir mal diese Luftmine hier, denn die ist noch auf 1. Das geht natürlich gar nicht. Die werden wir erstmal, denke ich mal, weiter leveln und... ich muss die mal gerade so suchen, welche das denn ist. 4 Mille, nee. Die hier. Ah, die ist es. Okay. Für 2 Mille. Da gucke ich mal. Naja, in 11 Stunden wird hier auch ein Bob frei. Also das kriegen wir in jedem Fall hin. Aber wir wollen mal noch sehen, dass wir den Super Sterne-Bonus hier reinkriegen bei uns. Und so Dunkles brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt schon 146.000. Bei 200.000 ist hier Schluss. Und meine Forschung läuft auch noch ein bisschen. Also hier geht nicht mehr so super viel. Aber ich kann dann in 4 Tagen sicherlich wieder was Dunkles weiter forschen. Muss natürlich auch immer irgendwann an die Elex-Forschung wieder denken. Dann wird das Lager halt mal richtig überlaufen, denke ich mal. Aber mal gucken, wo wir hier billig 2 Sterne machen können. Ich nenne das mal billig. Irgend so einen hingefallenen Neuner oder so. Oder so einen schlechten Zehner hier. Oh, der hat natürlich ganz gut was an Ressourcen, aber ich denke mal, mit unserem Go-Vibe kommen wir da nicht wirklich weit. Da muss ich auch immer ein bisschen abwägen, was ich hier machen kann und was geht und was nicht geht. Der ginge aber, da hat ein bisschen arg wenig Ressourcen. 357.000, ja, der geht eigentlich ganz gut. Was hat denn der hier für Infernos? Beide auf Multi, ich würde sagen, den nehmen wir mal mit und weil der hat viel Gold für uns, wir brauchen Gold. So, da noch 2 und da noch 2, sonst laufen unsere Packer gleich ganz krumm hier und da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Packen wir hier mal die Helden nach, so, und 4 Packer und dann geht das hier los. So. Oh, er hat Bowler in der kleinen Burg. Das ist natürlich nicht schlecht, aber wir giften hier einfach mal durch. Und, hallo, ihr sollt da in die Mitte springen. Rein da, alle. Ach, brauchen die da so lange in der Mitte? Werden hier alle gegrillt. Ich glaube, ich friese hier doch mal durch. Komm, das Rathaus ist drin. Jawohl, das Rathaus ist drin, super. Und dann geht das hier auf jeden Fall weiter auf den zweiten. Kriegen wir einen zweiten Stern noch?
Wo ist denn meine Queen eigentlich am rumeiern? Oh nee, hier unten. Oh nein. Verdammte Scheiße. Ah, jetzt muss ich die ziehen hier an der Stelle. Und jetzt haben wir natürlich Sorge, dass wir die restlichen Prozente kriegen. Jetzt muss ich doch mal meine Clan-Druck hier raussetzen. Ja, eigentlich setze ich die immer selten, weil ich sie eigentlich in der Dev brauche. Aber die gebe ich mir gleich selber wieder. Und komm, die müssen jetzt die letzten 4% hier noch machen. Das muss irgendwie gehen. 48, das ist 49. Oh. Komm, die Kanone. Die Kanone, jawohl. 2 Sterne, auch gerade so. Mit Hängen und Würgen, Leute. Oh, das war eine knappe Kiste. Oh. Das war eine knappe Kiste. Naja, egal. 2 Sterne sind 2 Sterne. Ich wollte auch nur den Bonus einheimsen. Und denke, dass ich ihn gleich weitermachen kann. Weil ich, jawohl, da ist er. Weil ich, kann ich gar nicht. Man, das nächste Mal in 6 Stunden. Okay, passt zum Stream hier. Wunderbar. Kriegen wir mit rein. Und ich würde sagen, das war es erstmal von der Farmfolge hier. Es geht in jedem Fall weiter, nämlich mit dem Heiler-Event. Es läuft ein Heiler-Event. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Und da machen wir mal, ja, mal gucken, was wir uns dafür 3 Sachen rauspicken können. So also 3 verschiedene Angriffe, denke ich mal. Werde ich hiermit mal machen. Ich check das einfach mal so als RH10er, was da geht. Und dann sehen wir uns sicherlich heute Abend hoffentlich im Stream und natürlich die nächsten Tage wieder, wenn der Toto wieder wäscht.